Servus Freunde, hier bin ich wieder. Hier ist euer Mann der guten Laune. Richtig. Ja, Mundschutzzeit in der Corona-Zeit. Ja, das ist doof, aber was soll's. Freunde, wenn ich diese Maske aufhab, dann hat es einen Grund, denn es hat wieder Geburtstagskinder. Und ich möchte auch gleichzeitig am 16.07. heute noch die Geburtstagskinder von gestern erwähnen. Die sind mir rausgegangen. Also fangen wir mal an. Die Geburtstagskinder von gestern. Jens Starke, alles Gute noch. Nachträglich. Alfred Kotz wird 44. Alles Gute. Jens Starke ist 53 geworden. Pascal Hoppe, herzlichen Glückwunsch. Silvio Hauptmann hatte Geburtstag. Lisa Herter ist 22 geworden. Jawohl, auch schon. Wie die Zeit vergeht, man kennt es noch als kleines Mädel. Dann Küssaber Burghexen hatten Geburtstag. Also, Vereinsgründung wahrscheinlich. Jamin Ben hatte Geburtstag. Nadine Karley wurde 37 und ein langfristiger und langjähriger Freund, Harry Burkhardt, wurde 59. Auch schon. Sieht aber aus noch wie 21, also hält sich gut. Tja, und dann die Geburtstagskinder von heute. Ja, die stehen hier auf meinem Zettel. Sind auch ein paar. Also Geburtstagskinder, aufgepasst. Am 16.07. Der Martin Rauleder wird 30 heute. Alexander Gwitkat wird 35. Lisa Mamba wird 18 Jahre alt. Oh, Junge. Kennt man auch schon eine Weile. Oliver Stoll, den kenne ich auch schon. Er hat schon viel gemacht, viel organisiert. Wir haben viel zusammen gelacht, viel zusammen gefeiert, schon 51 wird er. Und dann haben wir Altkirchenfolie, wird 23. Christian Remeter wird 53. Uschi Klink wird 52. Harald Hofer, 42 Jahre. Und Waltraud Biel hat auch Geburtstag. Ja, ich wünsche allen Geburtstagskindern ein schönes, tolles Geburtstagsfest. Und wenn ihr feiert, mit Abstand, mit Mundschutz, macht es gut. Bleibt gesund und munter in dieser Maskenpflichtzeit. Das soll es erstmal wieder gewesen sein von mir und alle anderen Geburtstagskinder, die ich vielleicht vergessen habe. Trotzdem, Happy Birthday, und die ich auch vergessen habe gestern, alles Gute nachträglich. Bleibt gesund und munter, denn Gesundheit ist das Wichtigste. Wie ein Fisch und geht nie unter. In diesem Sinne, Servus und Tschüss.